Seit Jahrhunderten mischen sich die Briten in die Schicksale der europäischen Nachbarstaaten auf dem Kontinent ein und werden von dortigen Ereignissen genauso beeinflusst, wie wir von Ereignissen auf der Insel beeinflusst werden. Zumindest wenn man die großen politischen Strömungen anschaut. Brandon Sims zeigt in seiner 1000-jährigen Geschichte der Beziehungen, die tief zwischen Kontinent und der Insel liegt, tief, aber auch die Höhepunkte der Beziehungen auf, zeichnet nach, warum die eine Seite auf dem Ärmelkanal nicht ohne die andere Seite kann, nicht leben kann, und formuliert gleichzeitig ein Plädoyer für eine enge Partnerschaft über den Brexit hinaus. Es geht nun um das Buch Die Briten und Europa von 1000 Jahre Konflikt und Kooperation zwischen Brandon Sims, und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Brandon Sims, Jahrgang 1967, ist Professor für Geschichte der internationalen Beziehungen an der Universität Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte sind vor allem die Geschichte Europas und die Geschichte Deutschlands im europäischen Kontext. Er ist Autor zahlreicher Bücher und publiziert darüber hinaus in Zeitschriften und Zeitungen zu aktuellen europäischen Themen. Die These in seinem Buch, die sich durch das gesamte Buch wie ein roter Faden zieht, lautet, dass Großbritannien in 1000 Jahren der Beziehungen vor allem am internationalen europäischen in der internationalen europäischen Politik vor allem am Gleichgewicht der Mächte interessiert gewesen sei, auch wenn es immer strategisch und ideologisch die größte Bedrohung für Großbritannien darstellte. Gleichzeitig sagt er, dass das Militär und die Marine vor allem Einsätze auf dem Kontinent gefahren seien bzw. getätigt hätten und weniger in Übersee, auch wenn dass die militärischen Prioritäten trotz technologischer Veränderungen, Innovationen, ich sage jetzt mal nur mit dauernd neuen Schiffen oder mit regelmäßig verbesserten Schiffen, mit größerer Reichweite und so weiter und so fort oder mit anderen Waffen, die hier Prioritäten doch immer gleich geblieben seien, relativ. Er hebt hervor, dass Europa für Großbritannien immer wichtiger war als der Rest der Welt. Er hatte zwar ein Empire von Kolonien oder mit Kolonien, die jedoch als demografischer und finanzielles Gegengewicht zum Kontinent dienen sollten, weil es halt kaum Zugang zu Europa, zum Kontinent hatte, auch wenn es in der Geschichte mal Enklaven, zum Beispiel in Calais oder Le Havre oder Dunkirk oder Dünkirchen hatte, aber das war dann doch eher selten und von begrenzter Dauer. Er zeichnet gleichzeitig nach die Änderung der europäischen Herausforderungen nach, die strategisch immer blieb. So war Frankreich im Mittelalter vor allem eine strategische Herausforderung oder stand im Fokus der englischen Politik im 16. 17. Jahrhundert, waren es vor allem Spanien. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert war es wieder Frankreich, unter anderem mit dem Absolutismus, den absolutistischen Herrscher mit Napoleon, mit Ludwig dem 14., dem Sonnenkönig und so weiter und so fort. Dann wieder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war vor allem das zaristische Russland wichtig. Dann im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte, das Deutschland mit den beiden Weltkriegen, mit den Auslösern. Und dann ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, war es wieder vor allem Russland. Und ja, auch zeichnet er nach die Innenpolitik Großbritanniens, also
das, was ich da gerade nachgezeichnet habe, waren quasi so die strategischen Schwerpunkte der europäischen Politik Großbritanniens und wie sich das im Laufe der Zeit so quasi ja verändert hat oder was gleich geblieben ist. Und das zeigt einfach, wie die Politik auf dem europäischen Kontinent sich entwickelt hat, der Briten zumindest. Auch wird die Innenpolitik nachgezeichnet der Briten, die durch Europa geprägt wurde und auch Anlass für Diskussionen bot. Es gab dann auch einen Gegensatz zwischen Tories, die eher nach Europa sich orientiert haben und dann die Whigs, die eher sich nach Übersee orientiert wollten. Es wird auch in der Innenpolitik gezeigt, was wollen wir jetzt, also nachgezeichnet dieser Konflikt, eher europaorientiert oder eher nach Übersee orientiert. Dann die Whig-Orthodoxie, die wollte Bündnisse und andersrum. Die Whigs wollten nach, die Tories wollten eher Richtung Übersee und die Whig-Orthodoxie wollte eher quasi Bündnisse und Truppenstationierungen auf dem Kontinent. Gleichzeitig beschreibt er die Karriere britischer Monarchen und deren Karriere auf dem, also auf der Insel, aber auch auf dem europäischen Kontinent und ordnet das ein. Und wie diese Karriere der britischen Monarchen durch Ereignisse auf dem Kontinent geprägt wurden. Er zeigt auch und er ordnet auch ein, die Geschichte Großbritanniens seit den er zeigt auch, wie die Briten und das Königreich oder das Herzogtum Hannover zusammenarbeiten. Da gibt es ja eine enge Verbindung. Da gab es im Mittelalter, oder nicht nur im Mittelalter, aber auch im 19. und 20. Jahrhundert eine enge Beziehung zwischen den Adelshäusern. Und gleichzeitig wird die Geschichte Großbritanniens seit den Wikingern, seit der Wikingerzeit beschrieben, nachgezeichnet und eingeordnet. Seit den Wikingerangriffen über das Mittelalter mit den verschiedenen Interessen und der Entwicklungen und mit dem Durchleben der Reformation, der Aufklärung des Absolutismus, der industriellen Revolution und alles. Bevor ich zum Fazit komme, vielleicht auch noch der Brexit eingeordnet, warum und wieso und weshalb es zum Brexit kam, was die Argumente waren. Und gleich wird nachgezeichnet, dass die Wünsche nach einem Brexit eigentlich relativ weit zurückliegen und relativ tiefe Bereiche der Briten ansprechen, so diese Sonderrolle der Insel, was ich auch schon... Ja, komme ich jetzt aber zum Fazit des Buches oder über das Buch Die Briten und Europa, 1000 Jahre Konflikt und Kooperation von Brendan Sins. Ist ein Buch, das die Geschichte der Beziehungen von Großbritannien zu Europa in den europäischen Kontext einordnet und beschreibt. Er skizziert die Herausforderungen und die Interessen Großbritanniens in Europa über 1000 Jahre hinweg. Allerdings ist mir das Buch, das Buch, der Umfang des Buches im Verhältnis zur Zeitspanne, ist mir zu kurz geraten. Oftmals ist das Historische an einigen Stellen mir ein bisschen zu kurz gekommen, ein bisschen zu oberflächlich. Ich habe mir da noch ein paar mehr Einordnungen gewünscht. Und mir fehlt da was auch, mir schien es teilweise so ein bisschen oberflächlich, vor allem in der Zeit des Wiener Kongresses. Zum Beispiel des Wiener Kongress, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich lese gerade ein anderes Buch zu Europa, zum europäischen Herrn, und das ist alles viel tiefer, geht viel mehr in die Tiefe, wie die Briten quasi gehandelt haben. Und das kam hier so ein bisschen zu kurz. Es wird zwar gezeigt, worauf die Briten strategisch hinaus wollten und wie sie da gehandelt haben, auch nach dem Wiener Kongress in der Zeit der Restauration, aber irgendwie, wo ich gesagt habe, da fehlt mir noch irgendwas, irgendwie so dieser Wumms, sage ich jetzt mal. Also, es war spannend, ja, aber wir haben noch einige wichtige Einordnungen von Ereignissen
Vor allem die inhaltliche Tiefe an einigen Stellen gefällt gut, wenn man sich das Mittelalter anschaut. Ist die Quellenlage vielleicht ein bisschen dürftig oder dürftiger als zum Beispiel zum Wiener Kongress oder im restlichen 19. und 20. Jahrhundert, aber ja. Dennoch muss ich sagen, ist das Buch spannend, meiner Meinung nach, da es vor allem, wie erwähnt, den Brexit und Probleme der EU, die die Briten zumindest hatten, einordnet und in einen besonderen Kontext stellt und historisch nochmal gewisse Entwicklungen und Erklärungen, wie es zum Brexit kam oder wie die den Brexit erklären und Erklärungsmuster aufstellen und auch dieser halt aufbietet, Erklärungsmuster auch vor allem. Ja, das soll es jetzt wieder gewesen sein. Ich würde das Buch jetzt so in einer mittleren Kategorie zumindest für mich einordnen. Spannend, ob ich es nochmal lesen würde, weiß ich nicht. Sicherlich noch irgendwann mal, wenn es nochmal um die britisch-europäischen Beziehungen geht, aber wenn man so einen allgemeinen Überblick haben möchte, aber ja. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Freitag. Wir sehen uns nächste Woche, denke ich, auf jeden Fall wieder. Macht's gut, bis dahin. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.